versuchen die Europäer möglichst in großem Umfang zu beteiligen an den Kriegskosten, also an den von ihnen geführten Kriegen zu beteiligen, was die Kosten angeht. Und die Dümmsten dabei sind dann, wie im Fall der Ukraine, die Deutschen. Aber warum eigentlich? Warum ist die Ampelregierung so dermaßen USA-hörig? Zunächst einmal muss man feststellen, dass dort niemand ist, der die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte hat, also irgendwie sich mit Außenpolitik oder Geopolitik beschäftigt hat. Das wäre eine Erklärung vielleicht. Insofern, da könnte auch ein Teil Ratlosigkeit dabei sein. Allerdings waren die Grünen schon seit den Zeiten des ehemaligen Außenministers Joschka Fischer die fünfte Kolonne der USA im Deutschen Bundestag. Das kann man ja an vielen Dingen beobachten. Sie sind immer am eifrigsten, wenn es darum geht, die US-Vorgaben zu erfüllen. Aber die SPD und die FDP, sie haben eine ganz andere Geschichte. Wenn man sich eben vorstellt, dass Willy Brandt einmal SPD-Vorsitzender war und der Kanzler der SPD war, der eben die Ost-Entspannungspolitik zu verantworten hatte und dafür gesorgt hat, dass eben keine Angst vor Krieg mehr war, dass nicht mehr über Aufrüstung gesprochen wurde, dass Deutschland mit dem Namen des Friedens verbunden wurde, dann ist es völlig unverständlich, wieso die SPD heute noch im Willy-Brandt-Haus logiert. Also der Name Brandt wird missbraucht von der SPD. Und was die FDP angeht, war Genscher ein Mann, der ebenfalls die deutschen Interessen vertreten hat und nicht wollte, dass eben Raketen auf beider Seiten der Grenze aufgestellt wurden, die eben den Atomkrieg auf Europa begrenzt hätten. Und damals wurde er in den USA angefeindet, aber heute ist auch die FDP, man nehme nur die Rüstungslobbyistin Schlag Zimmermann, er willfährig dabei, US-Vorgaben zu erfüllen und eben überzuerfüllen, während die USA schlau genug sind, eben Russland nicht unnötig zu provozieren, meinen die Deutschen, sie müssten also vorbildlich sein und müssten also jede nur denkbare Provokation gegenüber Russland selbst in die Hand nehmen. Apropos Willy Brandt, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Sie gesagt haben, Brandt wäre heute auch ein Rechter. Ja, das ist ja klar, er wäre ja ein Russlandversteher und das heißt ja heute Putinversteher und das ist ja sowieso das, was man eben als rechts heute bezeichnet in dem Dialog in Deutschland, den man eben einfach vom intellektuellen Niveau nicht. Ich muss euch mal gleich was zeigen. Also da geht es auch um das intellektuelle Niveau des Diskurses in Deutschland. Also mittlerweile gilt ja wirklich alles als rechts und jetzt gar nicht mal bezogen auf Friedenspolitik. Also Russland zu fordern ist ja sowieso rechts, Frieden im Nahen Osten zu fordern ist ja wirklich extrem rechts, also viel rechter geht es überhaupt nicht. Aber es ist mittlerweile auch rechts, die Sparpolitik von Christian Lindner zu kritisieren. Also wer das jetzt nicht glaubt, Christian Lindner will sich ja gerade unbedingt an die Schuldenbremse halten, er will unbedingt ganz viel Geld für Aufrüstung ausgeben. Ich meine, Bundeswehr-Sondervermögen ist ja zu 100% von der Schuldenbremse ausgenommen, aber alles andere, bei allem anderen, da muss gespart werden. Also deswegen gibt es auch nur so eine mickrige Kindergrundsicherung, die keinem real hilft. Deswegen werden die Steuern für große Teile der Bevölkerung angehoben, CO2-Steuer, Lkw-Maut, Steuer auf Gastronomie, Steuer auf Gas und Fernwärme. Und ich habe hier bestimmt noch nicht alles aufgezählt. Da gibt es ja noch mehr Steuern, die angehoben werden sollen. Aber und das zu kritisieren, also diese im Kern neoliberale oder rechte Finanzpolitik, nennt es, wie ihr wollt, aber diese Politik, die eine kleine Elite reicher macht, die die Rüstungskonzerne reicher macht und die den Großteil der Bevölkerung verarmt. Diese Politik zu kritisieren, gilt mittlerweile als rechts. Fabio De Masi hat nämlich jüngst geschrieben, es wird wirklich immer bekloppter und sobald man wieder die politische Arena betritt. Nachdem ich mich am Wochenende für die Forderung nach einer von Russland unabhängigen Autopsie von Nawalny als Handlanger Putins bezeichnet wurde, werde ich nun für die Feststellung kritisiert, dass die Finanzpolitik der Ampel und die Schwächen der deutschen Wirtschaft negative Auswirkungen auf Frankreich bzw. Europa habe. Was ein ökonomischer No-Brainer ist angesichts der Verflechtung unserer Volkswirtschaften. Dies sei rechts, spiele der AfD in die Hände, obwohl Kürzungspolitik nachweislich rechte Parteien stärkt und nicht die Kritik daran. Oder sei gegen Herrn Habeck gerichtet, den ich mit keinem Wort erwähnte, was aber auch gerechtfertigt wäre. Also Robert Habeck kann man natürlich genauso für die völlig verfehlte Wirtschaftspolitik der Ampel kritisieren. Er ist zwar nicht Finanzminister, er ist aber Wirtschaftsminister und ist beispielsweise für die völlig verkorkste Energiepolitik und die Abwanderung der energieintensiven Industrie maßgeblich
mitverantwortlich. Und auch er beschließt ja alles, was im Kabinett beschlossen wird, immer mit. Also das sind ja einhellige Beschlüsse im Kabinett. Wenn sich da ein Minister gegen aussprechen würde, dann würden diese Beschlüsse beispielsweise zur Kindergrundsicherung oder zum Wachstumschancengesetz, also zusätzlichen Steuersenkung für Unternehmen, die fast dreimal so großen Umfang haben wie die Kindergrundsicherung, dann würden die ja nicht gefällt werden, wenn Habeck da nicht zustimmen würde. Einige sind hier wirklich nur noch in ihrem bekloppten Lagerdenken unterwegs. Man darf mich ja gerne kritisieren, aber bitte dann mit konkreten inhaltlichen Argumenten. Wann Kritik an Kürzungspolitik nun rechts ist, was ist dann eigentlich, wenn Kritik an Kürzungspolitik nun rechts ist, was ist dann eigentlich links? Ja, links gibt es nicht mehr, alles ist rechts. Also wirklich alles. Es sei denn, du sagst das, was Habeck sagt, dann bist du nicht mehr rechts. Aber sobald du irgendwas gegen die Grünen, die SPD oder auch gegen Lindner sagst, bist du leider rechts. Rechts ist alles, was die Regierung gerade nicht ist. Ja, wir leben nun, also wie hat die Partei schon vor 10 Jahren plakatiert, Inhalte überwinden. In so einer Zeit leben wir gerade. Ich wollte es euch nur mal gerade zeigen, weil Lafontaine diesen Punkt mit alles ist rechts hier gerade aufgegriffen hat und das wieder wirklich das neueste, schönste Beispiel für diese völlige Idiotie unseres Diskurses ist. Also wirklich alles ist rechts. Ihr braucht in einem irgendwie absurden identitätspolitischen Punkt eine Position haben, die vor 30 Jahren oder vor 5 Jahren wahrscheinlich noch jeder unterschrieben hätte. Ihr braucht sagen, ich finde Gendersprache nicht so gut, ihr seid rechts. Ihr braucht sagen, ich bin für Frieden, rechts. Ihr braucht sagen, ich finde neoliberale Kürzungspolitik nicht gut. Ich fände es besser, wenn der Staat mehr Geld ins Gesundheitssystem stecken würde, beispielsweise, oder mehr Geld ins Bildungssystem. Ihr seid rechts. Ihr braucht sagen, die Löhne sollen stärker steigen. Der Euro ist eine Fehlkonstruktion, das sorgt für Ungleichgewichte. Brauche ich jetzt nicht genau drauf eingehen, aber ja, auch dann seid ihr rechts. Also jede vernünftige ökonomische Analyse ist rechts. Alles ist rechts und ja, Fabio De Masi hat da in seinem Tweet ziemlich viel den Kopf geschüttelt, also jetzt im übertragenen Sinne. Aber wir sollten auf solche Vorwürfe eigentlich gar nicht mehr groß reagieren mit, außer vielleicht, ja, okay, dann sind wir halt rechts. Was nun? Wo liegen wir inhaltlich falsch? Dann ist es jetzt halt rechts, Frieden zu fordern. Mir doch egal, wo liegen wir jetzt inhaltlich falsch? Also eine andere Reaktion kann ich mir darauf nicht mehr vorstellen, denn dieses alles als rechts deklarieren, was gerade die Regierung kritisiert, das ist ja von der Regierung extra, wird ja von der Regierung extra so verwendet, um jede Opposition zum Schweigen zu bringen. Ich mir nachvollziehen kann. Im Grunde genommen, um das Wort Putin verstehen noch einmal aufzunehmen, wäre es ja die Verpflichtung jedes Politikers, Putin zu verstehen. Aber es geht ja nicht nur um Putin, das ist ja auch der Riesendummheiten. Der kann morgen tot sein, aber Russland bleibt. Und es ist im Interesse Deutschland, man muss nur auf die Landkarte zu blicken, mit diesem Land, mit den großen Ressourcen und den Rohstoffvorräten und so weiter, gute Beziehungen zu haben. Jeder. Ja, Landkarten sind rechts, ökonomische Analysen sind rechts. Ich glaube, das muss man den blöden Leuten noch erklären. Der Deutschlandversteher ist, um in dieser dummen Sprache sich einmal auszudrücken, müsste sagen, wir brauchen, egal was passiert, gute Beziehungen zu Moskau. Die haben aber mittlerweile auch vergessen, dass Russland ein europäisches Land ist und dass Moskau eine europäische Stadt ist. Wenn sie reden über Europa, merkt man immer, dass sie nicht mehr an Russland und an Moskau denken. Nee, ganz sicher nicht. Und Russen sind auch keine Europäer mehr, wenn es danach geht. Ich glaube, ich habe Sie das letztens auch schon gefragt. Oh Gott, also wer es nicht weiß, worauf Milena Preradovic hier anspielt, sie spielt auf Florence Gaub, also diese, wie nenne ich sie jetzt, WEF-Vertreterin, häufiger mal bei Lanz eingeladen ist, an die gesagt hat, dass Russen ja kulturell keine Europäer seien, ein anderes Verhältnis zum Tod, ein anderes Verhältnis zu Gewalt hätten. Ja, vor 5 Jahren wäre das noch als Rassismus durchgegangen. Heute gelten solche Äußerungen als Verteidigung der freien Welt gegen die russische Barbarei. Aber inzwischen ist die Kriegsrhetorik halt so weit fortgeschritten. Halten Sie einen großen Krieg für möglich mit dieser Ausgangslage? Ja, für möglich muss man ihn mittlerweile halten angesichts dem unsäglichen Geschwätz, das insbesondere in Deutschland jeden Tag zu sehen ist, also dass dann darüber gefaselt wird, dass jetzt Putin dabei ist, Europa zu überfallen und anzugreifen und dass eben Putin jeden Tag dämonisiert wird und dass die simpelsten Dinge nicht mehr eingehalten werden. Ich denke an das Interview, das dankenswerte Tucker Carlson mit Putin geführt hat. Man kann ja gegen alles sein, was Putin sagt, man kann ihn auch absolut ablehnen. Aber wer als Politiker ein bisschen Verstand hat oder als Journalist ein bisschen Verstand hat,
Der muss doch dazu kommen, ich höre mir mal genau. Verstand ist rechts. Und Audiator et altera pars, was La Fontaine jetzt wahrscheinlich anbringen wird, das ist auch rechts. Es ist leider alles rechts, hatten wir ja gerade eben besprochen.